Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Ich habe mal eine 4 Lashings jetzt. Es hat doch schon gereicht, was ich angesammelt habe. Leben die Hühner denn noch? Ja. Habt ihr vor Angst Federn verloren vielleicht? Nein, sowas doofes. Dann müsst ihr noch eine Nacht draußen bleiben. Also. Und 12 Sticks. Sticks mache ich nochmal aus Zweigen. Split half. Okay. Stick 17. 12 Sticks brauche ich, ne? Machen wir mal alle. 20 Minuten. Schon wieder 14 Uhr. Ach ja, es war ja schon Tag. Es war ja nur Nebel. Packen wir die Malen rein. Irgendwann nerven die Hühner aber, glaube ich. So, dann nehmen wir den Longbow. Heavyweight. But could shoot longer and more powerful than the basic bow. It could kill a person in one shot. If using a hunting arrow, und macht keinen Lärm. Ah, das klingt gut. Der macht auch keinen Lärm. Egal, wir nehmen den besten Bogen, den wir kriegen können hier. Anderthalb Stunden dauert das, sich so einen herzustellen. Da schau her. Ja, dann ist ja auch gleich wieder dunkel. So, Pfeile. Ach nee, wir brauchen noch einen Köcher. Mit 3 Storage-Slots. Den können wir uns gar nicht machen. Weil wir gar keine 2 Duct Tape haben. Glaub ich. Wir haben nur ein Duct Tape, ne? Können Sie Duct Tape herstellen? Hunting Arrow, Hunting Arrow. Okay, sehr schön. Nehmen wir mal das Swing Kit hier. Na, ihr habt nur das eine Duct Tape. Und da ist noch ein Blatt. Das können wir mal der Vollständigkeit halber da reinpacken. Habe ich denn da oben noch was gelagert? Nee, ne? Die Westarmor. Ja, hätte ja sein können, dass unter dem Leder noch was liegt. Tut es nicht. Hm. 11 Federn haben wir. Wir haben noch viel mehr Sewing-Kits. Wo habe ich die denn hingepackt? Ich weiß doch, dass wir ganz viele Sewing Kits hatten. Da können wir doch auch schon mitwerfen. Wo sollen die denn liegen? Nee, hier können sie ja nicht sein. Ah. Hatten wir nicht noch mehr? Na gut, die reichen mir aber. Ich hätte gedacht, wir hätten deutlich mehr noch gehabt. Ach, wir haben im Auto noch Krams, ne? Ich glaube, wir haben im Auto noch Krams. Aber ganz viel Krams haben wir im Auto. Ne, haben wir schon ausgeräumt? Hatten wir nicht im Auto mal was? Speichert das Spiel das? Ich hätte doch viel mehr, oder nicht? Speichert das Spiel, wenn man Sachen im Auto hat und sich dann ausloggt, oder weiß das jemand? Habe ich den gedroppt? Drink. Ja, wir gehen auf Loot. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich dachte, ich hätte viel mehr von allem. Okay, dann machen wir uns Köcher und dann nur Stufe. Sonst nur Stufe 2 Köcher, weil habe ich gerade nicht. 2 Storage Slots. Das ist ja auch schon mal nett. Irgendwo hatte ich das Leder. Da habe ich Leder gehabt. So. Nee, die Reisekoffer habe ich auch schon alle durch. Ich kann ihn zumindest gerade nicht finden. Equip.
Ach, den trage ich auf den Rücken. Und dann kann ich sagen, Add Arrow. Ah, okay, dann kommen dann die Pfeile rein. So. Dann brauchen wir noch Hunting Arrow. Drei Federn pro Pfeil. Ein Arrowhead. Wo mache ich mir den denn? Ich weiß, wo ich mir den mache. 19 Uhr. Ist ja doof. Das ist nicht so cool gerade. 19 Uhr. Okay. Dann nutzen wir die Zeit, räumen wir nochmal eben ein bisschen auf. Das können wir uns nachher stellen. Small Animal Trap. Da brauchen wir auch Duct Tape für. Ich kann mir doch. Ne, unter B war das, ne? Genau. Wir machen uns nochmal einen Schrank fertig, glaube ich. Eine Blacksmith. Oder wir machen uns eine Blacksmith. Aber dann bräuchte ich wieder Nägel. Kann man sich in der Blacksmith den Nägel herstellen? 20 Komponenten hätte ich. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so das Riesenproblem. Trashbin, Generator, den brauche ich gerade nicht unbedingt. Wo waren denn hier Möbel? Die finde ich ja lustig hier, ne? Die können wir uns doch einfach mal machen, oder? Dummy Target, den machen wir uns auch. Pass mal auf, dann können wir damit ein bisschen üben. Das ist ja sinnvoll, oder? Wie viel braucht der? Die Hühner gehen mir auf den Sack. 2. So, 4 davon. Split Half. Und was? Ich kann es merken. Einfach mal merken, wenn du es schon siehst. Rex. Ja, da haben wir doch so wahnsinnig viele von. Da habe ich doch hier welche hingelegen. So nicht den Zulenkit rum. Rack. Geht. Das Messer ist ganz schön runter, was? So, packen wir die mal. Ach, das geht nicht. Dann packen wir das da rein und das da rein. Und dann können wir hier mal die Puppe. Achso. Ja, cool. Ist doch geil. Dann können wir da ja ein bisschen Schießen drauf üben. Und was brauchen wir noch? Wir wollten so einen Hühnerstall machen, ne? Die gehen mir echt auf die Nerven. Wo war denn das? Unter Essen und Trinken? Nein. Ach da, Hühnerstall, checken. Kopf. 15, 8 Nägel, haben wir nicht. Ich aber hier hin. Was ist denn das? Scrap Metal. Metal Scraps. Okay. Na, komm. Liegt hier noch ein Autoreifen oder was? Startbild. Ich habe anscheinend überhaupt nichts dabei, was ich dafür brauche. Aber egal. Das ist gut. Gehen wir erstmal rein. Ich muss unbedingt weg. Bau sie weiter weg. Zu spät. Ach, meinst du, dass ich die vorne noch höre? Also du, vielleicht sonst, wenn wir noch Federn brauchen, dann wissen wir, wo wir welche herkriegen. 15 von dem Holz, 20 Blätter, 15 von dem Holz. Ich gucke mal, uns mal eben welches machen.
Kann man die nicht noch wegtragen nachher? Das müsste doch gehen, oder? Dass man die nachher noch wegträgt. Die Viecher da. Geht auch, stimmt. Eben, sie sind, dann trage ich die weg. Ah, die sind mir echt zu anstrengend ein bisschen. Nee, das geht nicht mehr. Hier noch Holz rumlegen. Ich nicht. Wie viel Holz brauchte ich davon? Oh, das reicht ja. 15 Komponenten. Dann schnappen wir uns die mal. Dann können wir schon mal eben rausgehen. Den Teil schon. Was war das denn? Fehlt mir der Hammer. Ach, wir machen mal Licht an, Mensch. Okay, das hilft euch auch nur bedingt, ne? Aber dann sieht man wenigstens ein kleines bisschen mehr. Wir haben doch hier noch Henne gehabt. Hey. Ja, dann doch in der unteren Schuppe. Da hat der Spielstand einen Bug. Na, 3 Stunden ist ja auch lustig, ne? Ach, und jetzt brauche ich noch für 20 Blätter und 8 Nägel brauche ich noch 1,5 Stunden. Du bist ja lustig. Und das können wir noch mal eben kurz reinholen, das Holz, wenn das hier sowieso schon mal rumliegt. Ach, wieder voll. So, wenn ich hinfahren muss, ist noch was? Nee, ich habe noch keine weiteren. Ich habe nur ein einziges Rucksack-Upgrade gefunden. Ich habe schon sehr viel gelootet, aber halt kein Rucksack-Upgrade. Das ist das Problem halt. Das willst du machen, ne? Das Leben ist ja kein Wunschkonzert hier. Ja, ein bisschen schade finde ich es auch. Moment, wo komme ich denn nochmal auf? Mit welcher Taste komme ich eigentlich nochmal in... Equipment, da, genau. Add-ons. Aha, okay. Und jetzt kann ich dann noch was anderes? Nee, auch nur Pfeile. Okay. Gut. Status, Harvest, Crafting. Harvest. Lass uns mal essen, trinken und schlafen und dann passt das auch wieder. Wie voll macht mich das nochmal? Das war hoffentlich getrocknet. Ja, das war getrocknet. Drink until enough. Einmal schlafen und dann machen wir uns nächsten Tag auf den Weg nochmal zu der... Oh, da habe ich auch noch eine Idee. Das können wir ausprobieren. Wir müssen nochmal zu der Scheune hinfahren. Also zu der großen Farm, weil da ist eine Schmiede. Da muss ich mir keine bauen. Dann kann ich die Schmiede erstmal da benutzen. Moment, was wollte ich gemacht haben? Ich hätte mir was einfallen lassen. Das können wir mal da mal testen, ob das geht. Dafür brauchen wir 4 Sticks und 2 Components. Okay, das können wir dann mal ausprobieren. Das könnte vielleicht ganz lustig werden. Bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich muss diese Hühner loswerden, die machen mich wahnsinnig.
Wir machen uns erstmal ein paar Sticks hier. Ja. Vier Sticks. Ich habe 12, 2 Komponenten, dann brauche ich 6 Komponenten. Split half. Split half. So. Sehr schön. Dann fahren wir doch da gleich mal runter. Wir lassen das Messer mal hier. Ne, das können wir doch vielleicht einschmelzen, oder? Das Messer. Tool not found. Etwicke. Vielleicht können wir das einschmelzen. Das können wir mal ausprobieren. Das nehmen wir mit. Diese Säge werden wir wohl nicht brauchen. Wir nehmen, packen die Säge mal weg. Die Racks brauchen wir auch nicht. Den nehmen wir mal mit. Und weil ich nicht weiß, ob wir das einschmelzen können oder nicht, aber das probieren wir mal aus, nehmen wir das auch mal mit. Ach, zweimal. Ach komm, dreimal. Auch ein bisschen Holz müssen wir wahrscheinlich mitnehmen. Anzunehmen. Eventuell für die Schmiede. Und dann gehe ich einfach mal davon aus, dass wir unseren bisschen Bahnbeschleuniger mitnehmen müssen. Starter und ein bisschen Tinte. Das machen wir doch mal. Und jetzt habe ich schon wieder Hunger. Bei Starvation gab es auch Hühner. Ja, ja, die können wir noch fangen. Hatten wir ja auch. So, und wir nehmen noch ein bisschen was. Wir trinken noch mal ein bisschen was. Alles klar, dann wollen wir mal losfahren. Oh, ey, bloß weg von diesen Hühnern. Die machen mich total wuschig. Moment, mir fehlt was im Auto. Zündkerze und Batterie und Motor. Lass mal mitnehmen eben. Ich hätte ganz gerne immer diesen Ersatz dabei. Das hätte ich schon ganz gerne. Batterie, eine Zündkerze und ein Motor. Nimm mal mit. Hier machst du das halt so und dann nimmst du... Was denn? Hier nimmst du halt das Messer da rein. So. Geht doch. Nochmal zurück wollte ich jetzt nicht. Das ist besser. Dann haben wir ein bisschen Ersatz dabei. Starten. So, übrigens Banditen und auch der Bär sollen sein Auto sehr schnell zu Brei hauen. So, dann hauen wir nach hinten mal runter. Ich weiß jetzt nicht, ob mir so ein Bär dann hinterher rennt, wenn ich dann mit dem Auto vorbeirenne, aber man ist wahrscheinlich keine so gute Idee, wenn man sich dann in das Auto setzt und so Edgeman will macht. Hühner machen will wuschig. Ja, das kann man einfach mal so stehen lassen, Fuffel. Ich weiß. Eine Außenperspektive wäre echt nicht schlecht. Endlich Ruhe. Ja, finde ich auch. Endlich Ruhe. Wo komme ich denn zur Farm? Also wie komme ich denn mit Auto zur Farm? Hier unten ist ein See. Ich glaube, hier vorne ist Dead End. Hier kommt, glaube ich, gleich nichts mehr. Aber wir können ja mal gucken. Von hier hinten weichen wir auch noch nicht. Ja, das sieht so nach Dead End aus. Oh, er hat mal einen Liter Sprit verbraucht.
hier gibt es ja was zu looten. Okay. Oh, wieder diese knüppelharte Wäsche, ey. Unglaublich. Auch noch ein Messer, das nehmen wir mit. Eine Dose. Die sind wir, glaube ich, auch schon voll, ne? Ja. Sind wir, glaube ich. Laufen wir hier mal eben rüber. Da haben wir ja gute Erfahrungen gemacht hier. Mit diesem Wohnwagen. In diesem Fall ist hier aber nichts zu holen. Kann ich immer sagen. Hier ist noch ein Reifen. Oh, da drin geht es ins Waldauto, ne? Würde ich sagen. So, noch eine schöne Wohnwagensiedlung. Foto haben wir auch. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Ja, die Racks brauche ich gerade nicht. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. Oh, das sieht auch gut aus. Axt. Kann man mitnehmen. Oh, ey, diese Wäsche. Ey, wenn man da rein könnte, ne? Das wäre lustig. Noch ein Brett. Hier liegt einiges an Holz. Lass mich hier hoch. Lass mich doch hier hoch. Das war jetzt ein bisschen albern, ne? Oder? Liegt hier noch irgendwas drauf? Ein Level Care. Also so richtig diese fiesen Waffenkisten hier, ne? Und aber nichts drin. Wie gemein. Na, ja, hier ist verbarrikadiert. Kann man auch schön noch aufmachen. Irgendwann mal. Irgendwann kann da noch was kommen. Storymäßig oder sowas. Manni Mammut, guten Abend. Machen wir erstmal ein bisschen Inventar leerer. Die Dose brauchen wir gerade nicht. Alles andere brauchen wir, ne? Hallo? Ob ich vielleicht gerade nach... ich habe zwar in die andere Richtung gelenkt, aber ist ja egal. Oh, hier ist eine Straße. Dann nutzen wir die doch mal. Hier kommen wir. Hügel. Aha. Dann fahren wir nochmal quer über den Acker, ne? Oh, hier ist ein Traktor. Auch schön. Den würde ich auch fahren. Ich bin da nicht so. Liegt hier irgendwas zu looten? Nee. Dann fahren wir weiter. Da oben müssen wir hin. Da will ich hin zu... Oh, ein Huhn! Noch ein Huhn. Oh, da ist noch ein Reifen. Den können wir gleich mal wegbringen. So, und was brauchen wir hier nicht akut? Die leere Wasserflasche brauchen wir nicht akut. Und das zweite Messer brauchen wir auch nicht akut. Sowieso nicht. Also schauen wir uns hier mal um. Ja, komm, dann nehmen wir das Brett mit. Was soll's denn so? Metallschrott ist viel wichtiger. Ach nee, die... noch ein Messer. Brauchen wir auch nicht. Obwohl, ach doch, ach, nimm mal mit. Komm, was soll's. Wegschmeißen haben wir immer noch. Achso, da kann ich nicht hoch. Schade. Dieses Haus ist unterspült worden. Hier ist nämlich eigentlich Flutgebiet, müsst ihr wissen.
Na, mal gucken, ob da oben was ist. Hier wäre ein Test tun zwecks Federn. Stimmt, das können wir mal ausprobieren. Wie viele Federn dann aus dem Huhn rauskommen, wenn wir da eins... Ich halte den Spot-Handled irgendwie für wichtiger. Wie der Nebel so rüberzieht, ne? Ist ja auch schön. Ich würde sagen, das mit dem Huhn probieren wir in der nächsten Folge aus. Ich will ihn nicht mal 30 Minuten lang machen. Und... Davon ist ja auch schon direkt eins. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ah, der ist aber auch schon kaputt, ne? Der Helm. Ja, kann man nichts machen. So, dann lass uns das mal ausprobieren mit dem Huhn. Das packen wir auch erstmal weg. Auch die Bretter und... Ne, das brauchen wir leider noch. Die... So. Okay, dann bin ich mal gespannt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.